Hallo, ihr Player da draußen. Fast alle Tore sind gefallen. Das Finale zwischen Italien und England wird am Sonntag zwischen Cheers und Salute beim Anstoßen entscheiden. Aber wer hat die besten Chancen? Schauen wir uns erstmal Italien an. Avanti ins Finale. Ob verdient, ist die Frage. Nach wenig Ballbesitz und stark mittelmäßigem Fußball verstanden selbst Italo-Fans im Stadion irgendwann nur noch Spanisch, verkickten die Spanier einen Elfer mehr und ärgerten sich mucho. Donnarumma hält, Jorginho trifft, Schiedsrichter pfeift, Tutto Italia jubelt, aus. Dann zitterte England gegen Dänemark um einen möglichen EM-Brexit. Der erste Gegentreffer für die Briten und ein dänisches Eigentor bedeuten den Ausgleich. Matchentscheidend ist schließlich ein ziemlich windiger Elfer, den Harry Kane aber auch erst beim zweiten Anlauf ins dänische Tor stürmte. In der Nachspielzeit zeigten sich die Three Lions schließlich doch mit mehr Killerinstinkt. Das erste Endspiel seit dem WM-Titel 1966. Is football finally coming home? Und damit zu den Quoten der Woche. Die Engländer haben Heimvorteil. Die Italiener haben Donnarumma. England setzt auf Kondition. Italien auf grande Emotion. Am Sonntag kann alles passieren. Zuletzt trafen beide Teams bei der Euro 2012 aufeinander. Time to say goodbye für England. Der Endgegner, mal wieder das Elfmeterschießen. Fakt ist, Italien hat noch nie bei einer großen Endrunde gegen England verloren. Die Azzurri werden aber trotzdem zu alter Stärke zurückfinden müssen. Sonst wird's aschware Partie. Der Topscorer der EM bisher? Das Eigentor. Schon 11 Tore landeten in diesem Turnier im eigenen Netz. Ein sensationeller Aufstieg, wenn man bedenkt, dass alle Eigentore aller Euros bisher auf 9 Treffer kommen. Was meint ihr? Schlägt der unbeliebte Newcomer auch im Finale zu? Eines ist klar. Jetzt geht's um alles. Ein einziges Tor kann alles entscheiden, den Traum des Gegners endgültig in den Rasen zementieren. Das Wembley-Stadion wird zum Schauplatz eines epischen Showdowns, bis einer weint. Die Frage ist nur, wer? Was sagt ihr? Seid nicht nur Fans, seid Player. Cheers! Salute! Und Prost! Euer Secret Expert.